Die Nominierten für den Kommunikator, die Kommunikatorin des Jahres 2020 sind Melissa Erkurt. Ihre journalistische Tätigkeit begann Erkurt beim Magazin Biber, wo ihre 2016 erschienene Reportage Generation Haram über die Verbotskultur muslimischer Jugendlicher für öffentliches Interesse sorgte und bei den österreichischen Journalismustagen zur Story des Jahres gekürt wurde. Ihr Engagement als Autorin, Journalistin und Influencerin zum Thema Benachteiligung von Schülerinnen aus bildungsfernem Umfeld aufzudecken und als Gründerin des Instagram-Projektes Die Chefredaktion neue, konstruktive Wege aufzuzeigen, wurde von der Jury als herausragend eingestuft. Helga Rabel-Stadler. 1995 wurde Helga Rabel-Stadler zur Präsidentin der Salzburger Festspiele ernannt. Neben zahlreichen Auszeichnungen wurde Rabel-Stadler vom Magazin Trend Ende 2020 zur Frau des Jahres gewählt. Ihr Engagement als Präsidentin der Salzburger Festspiele, die 100-Jahr-Feier im Sommer 2020 trotz Pandemie als einzigartige Kulturveranstaltung auf die Bühne zu bringen und ihr unermüdliches Eintreten für die Kultur und Kulturschaffenden in allen Medien in dieser schwierigen Periode wurde von der Jury als außergewöhnlich bewertet. Christiane Spiel. Die Jury würdigte die Professorin für Bildungspsychologie und Evaluation an der Fakultät für Psychologie der Universität Wien für ihr jahrzehntelanges Engagement für Schülerinnen in den Bereichen lebenslanges Lernen, Aggression und Gewaltprävention sowie Integration in multikulturellen Schulen und Geschlechtsstereotype in der Bildungssozialisation und den Transfer ihrer wissenschaftlichen Erkenntnisse in die Gesellschaft. Der Gewinner, die Gewinnerin für den Kommunikator, die Kommunikatorin des Jahres 2020 ist Melissa Erkurt.